Wenn ich schon mal in Berlin bin, gibt es einen Ort, den ich auf jeden Fall besuchen will. Das Kraftwerk. So, ich bin jetzt hier mit dem Nils im Kraftwerk und würdest du einmal kurz uns diese heiligen Hallen zeigen? Hier sind wir in der heiligsten aller Hallen eigentlich. Also das hier ist unser Multiraum als Arbeitstitel. Und hier stehen nur Motorräder drin, die den Leuten, die das Kraftwerk betreiben, gehören. Also alles, was so im Regal steht, was ihr so in der Mitte seht und die BMWs und so, das gehört alles dem Micha. Das hat er in langen Jahren zusammengesammelt. Und als wir das Kraftwerk dann gemacht haben, haben wir dann von vornherein gesagt, wir machen es so schön, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns gerne aufhalten, und zwar immer aufhalten, und umgeben von nur Motorrädern, die mehr oder weniger Ikonen sind. Alles, was auf dem Boden steht, sind alles Motorräder, die wir noch regelmäßig bewegen. Und ansonsten ist das der Raum, den wir vermieten für Veranstaltungen, für Präsentationen oder wenn Firmen mal irgendeine Art von Get-Together machen wollen, dass man ein bisschen anders ist als normalerweise von Hotelklimaanlagen bewanderte Sachen. Dann machen wir auch eine große Bestuhlung rein und dann ist hier auch ein Beamer und eine große Wand und so und dann können die sich hier treffen. Das geht manchmal ein bisschen in die Hose, weil ganz oft auch dann Leute hier sind, die auch Motorrad interessiert sind. Die können dann dem Thema nicht so ganz folgen, weil die immer hier sitzen und sagen, habe ich auch mal gehabt, schöne Vespa, was ist das denn da, wie alt ist die denn und so. Ja. Aber es ist immer... Ja, ist viel Ablenkung, ist nicht fürs konzentrierte Arbeiten gedacht. Ja, ja, ich meine, auch mich lenkt es einfach immer schön wieder drauf ab. Das ist der Bereich, in dem unsere Mitglieder ihre Motorräder stehen haben. Hier stehen dann teilweise wirkliche von Grund aufgebaute Projekte. Mhm. Also Sachen, die wirklich vom Scratch wieder zusammengebaut werden, nachdem die von unseren Mitgliedern einfach komplett in alle Einzelteile zerlegt worden sind. Viele unserer Mitglieder sind da sehr ambitioniert, lassen sich zum Glück auch sehr viel Zeit mit den Dingern. Also wir haben nur wenige Mitglieder, die sagen, Montag baue ich es auseinander und Mittwoch will ich damit in den Urlaub fahren. Sind doch eher so Langzeitprojekte, oder? Es werden immer Langzeitprojekte. Ja. Grundsätzlich ist das ja so, jemand, der anfängt mit der Motorradschrauberei, der weiß ja nicht, was auf ihn zukommt. Und jedes Motorrad zu zerlegen, bedeutet halt immer, von Punkt Null wieder anzufangen, es zusammenzubauen. Und alle Schrauben, die man früher mal gedreht hat, mal eine Kette gewechselt, mal einen Reifen gewechselt oder man hat mal Öl nachgeguckt, ist ja was ganz anderes, als dann plötzlich zu sagen, okay, was für ein Drehmoment bekommt denn jetzt das Lenkauflager, welche Schrauben kommen jetzt denn überhaupt wo rein und so. Und das dauert halt alles total lange und es hat ja sehr viel mit Recherche auch zu tun. Hier haben wir gerade Don Projektbike. Mit einer DR650. KLR, genau, einer Reisenduo. Nehmen wir erstmal den Motor raus. Ja. Dann packen wir den Rahmen, packen wir unter die Presse. Ja. Weil wenn du jetzt hier drauf hämmerst die ganze Zeit, ne? Dann stauchst du. Und wir haben alles hier vertreten, was man sich so vorstellen kann an Motorrädern. Ne? Also 2-Ventiler, 4-Ventiler, 1-Zylinder, 2, 3, 4-Zylinder. Eigentlich ist alles da. Fahrräder. Roller hier. Roller Honda, haben wir viel. Ja, ist das hier Helix? Ja, genau. Wir sind, das Kraftwerk ist ein großer Honda Helix-Fan. Da haben wir 4 Stück von. Ja. Und alle unsere Werkstätten, das ist jetzt ein bisschen unordentlich hier gerade, weil hier gerade drin gearbeitet wird, aber alle unsere Werkstätten sind halt komplett ausgestattet mit allem, was man so zum Schrauben braucht. Also wir haben alles an Werkzeug. Dann haben wir sowohl Langzeitarbeitstische, wo die Leute dann sagen, ich brauche für 3 Monate so einen Arbeitstisch, dann kriegen wir den hier gezeichnet. Und dann können die halt an ihrem Langzeitarbeitstisch durchgehend arbeiten und müssen ihren Kram halt nicht wegräumen. Ah ja, okay. Ne? Weil manche Sachen baust du halt irgendwie ein paar Tage und dann lässt es stehen und andere Sachen sind halt für dich durchgehende Projekte. Genau, gerade so Sachen wie wenn du mal einen Vergaser zerlegst oder so, dann müssen die Schrauben halt alle genauso liegen auf dem weißen Tuch, wie du sie hingelegt hast. Und wenn du die jeden Abend wegräumen musst, musst du jeden Abend ein Foto davon machen, damit du am nächsten Tag wieder alles hinlegen kannst. Okay. Und so bleibt man natürlich dann auch im Flow. Ja. Genau, das ist unsere zweite Ebene. Ah, da oben. Genau, am Anfang war das so, dass die Leute hier neben ihren Motorrädern immer Nester gebaut haben, wo dann Öl, Batterie und halt ganz viele Einzelteile rumgelegen haben. Das hat sich in der Praxis nicht bewährt, weil
ich davon Herzschmerzen bekommen habe. Das ist grundsätzlich schlimm, wenn ich Herzschmerzen habe, weil dann habe ich scheiß Laune und ich bin schlecht im scheiß Laune haben. Und darum haben wir die zweite Ebene irgendwann dann eingebaut. Damit hier Ordnung ist. Ja, ein bisschen Ordnung muss schon sein. Und bei der zweiten Ebene ist es jetzt halt so, jetzt kriegt jeder halt eine so eine Regalfläche zugewiesen. Da kann der dann zwei große Boxen reinstellen. Und hat dann immer so seine Ordnung und seine Teile vor seiner Nase. Und das ist immer ganz gut. Das war eine Notgarderobe, die ich gebaut habe. Wir hatten mal so eine Weihnachtsfeier und dann ist uns da relativ spät auf der Weihnachtsfeier ist eingefallen, dass wahrscheinlich bei der Kälte die ganzen Leute alle viele Jacken dabei haben werden. Also habe ich eine Notgarderobe hingebaut, die sich aber herausgestellt hat als wirklich schick und praktisch. Und wie so eine Garderobe dann halt ist, wenn sie nicht benutzt wird. All diese Jacken werden nicht benutzt. Alle. Alle, wie sie da sind. Das ist so der Garageneffekt, ne? Ja, wenn du zwei Garagen hast, sind sie alle voll mit Müll, genauso wie wenn du fünf Garagen hast. Platz ist durch nichts anderes zu ersetzen als durch noch mehr Platz. Ja. Genau, das ist unsere Werkstatt Nummer 1. Die Werkstätten sind immer ungefähr gleich aufgeteilt. Wir fahren halt nur zwei verschiedene Konzepte, weil wir haben ja hier designtechnisch schon genau überlegt, also nicht wir haben überlegt, sondern Max und Keter haben sich genau überlegt, wie es aussehen soll, welches Gefühl man haben soll, wenn man in welcher Werkstatt ist. Und in dieser Werkstatt ist es jetzt eben so, dass die, also nehmen wir mal an, man macht eine Party, dann jede Party endet immer in der Küche und das wäre die Küche. Ah, okay. Und es darf alles ein bisschen Punk sein, es darf alles ein bisschen Rock'n'Roll sein, aber es muss der gepflegte Punk sein und es muss ein geordneter Rock'n'Roll sein. Geordneter Rock'n'Roll. Ja. Das ist unser Members Café. Weil wir für unsere ganzen Mitglieder irgendwann mal gesagt haben, dass wir auch was brauchen, wo sich die Mitglieder, auch wenn sie nicht schrauben, wohlfühlen sollen und wo die halt auch einfach mal sitzen können. Und das hat sich hier prima etabliert. Viele Leute kommen jetzt zu unseren Mitgliedern, auch wenn sie nicht schrauben müssen, und machen dann ihr Homeoffice, weil auch die Betreiber vom Kraftwerk dafür gesorgt haben, dass es hier so aussieht, wie es aussieht und wir alle Bock drauf haben, den ganzen Tag hier zu sein. Das ist sehr wichtig. Und als wir dann angefangen haben, als es dann so mit so ein paar Veranstaltungen losging, war das ja bei uns dann so, dass die Veranstaltungen, je nachdem an der Qualität immer, die die gewonnen haben, dass dann klar war, dass die auch dann immer mehr Catering haben wollten. Und dann haben wir nochmal gesagt, okay, dann bauen wir halt eine richtig Catering-trächtige Küche ein. Und darum haben wir hier halt unsere Catering-Bestückung drin. Mm-hmm. Und dieses Wochenende haben wir auch gespielt. Das heißt, Freitag, Samstag, Sonntag ist hier halt durchgehend Personal hinter der Bar, die auch dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht. Kann ich mir vorstellen. Zumindest schon mal eine große Espresso-Maschine. Ja, wir sind alle große Kaffeetrinker hier. Ja. Also das Kaffeetrinken können wir gut. Mhm. Und als dann irgendwann Corona gekommen ist, haben wir, dadurch, dass wir uns zu viert halt weggesperrt haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt ja schließen. Und dann haben wir für den Publikumsverkehr geschlossen und haben dann in ganz Berlin Terrassen aufgekauft. Alte, abgebaute Terrassen. Ah, und das Holz, diese Planken, ne? Genau, und haben die dann zerlegt, die Terrassen, und haben dann unsere große Terrasse gebaut, die uns wirklich tatsächlich sehr, sehr glücklich macht. Mhm. Und die auch die Leute natürlich sehr gerne in Anspruch nehmen, weil es gibt nichts Schöneres, als hier zu sitzen. Und wir haben da drüben haben wir ja keine Bauten, die uns die Sonne nehmen. Das heißt, wir haben so lange Sonne hier unten, dass es einfach total schön ist hier. Jo. Ja, wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Ja. Vielen Dank für das Herumführen. Hey, schön, dass du da gewesen bist. Jo. Immer wieder gerne zu Besuch. Ja. Auch euch immer wieder gerne zu Besuch hier. Also wenn ihr mal in Berlin seid, könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir haben echt guten Kaffee. Gut.